Nicola, du kandidierst jetzt für den Wahlkreis Heiligensee, Konradshöhe, Tegel-Ort, Saatwinkel und teilweise Tegel. Wieso kandidierst du jetzt hier in Reinickendorf? Ich kandidiere hier in Reinickendorf, weil ich hier wohne. Und ich finde, dass man da, wo man wohnt, auch kandidieren sollte. Das ist das eine. Und natürlich gibt es inhaltlich eine ganze Menge Gründe, warum ich kandidiere. Das Thema Fahrrad ist beispielsweise eins. In Reinickendorf müssen wir definitiv mehr sichere und gute Fahrradwege haben, als das derzeit der Fall ist. Der BSR Recyclinghof ist auch so ein Thema, was sich definitiv verbessern muss. Der ist relativ klein. Und wir brauchen da zum Beispiel Sperrmülltage einmal monatlich vor Ort, wo die Menschen ihren Sperrmüll hinbringen können, damit sie sich nicht immer anstellen müssen. Was wird anders, wenn die SPD hier in Reinickendorf regiert? Bisher ist es so, dass auf Bezirksebene die CDU gerne gemeinsame Sache mit der AfD macht. Alle Anträge, die von der Opposition kommen, werden gemeinschaftlich abgestimmt. Das kann so nicht weitergehen. Reinickendorf braucht definitiv da eine andere Lösung. Wir brauchen eine andere Regierung und die muss die SPD anführen, damit wir endlich auch Themen durchkriegen, wie beispielsweise neue und sichere Fahrradwege, damit wir aber auch endlich das Thema Wohnen hier anders lösen können, statt Townhouses und Wohnungen auf dem See brauchen wir mehr sozialen Wohnungsbau, auch in Reinickendorf. Wir brauchen mehr Milieuschutzgebiete. Auch das ist ein Bezirksthema, was wir dringend umsetzen müssen. Wir müssen viel mehr auf Verkehr und Mobilität setzen, auch den öffentlichen Nahverkehr verbessern. Da gibt es so viele Themen, die mir dazu einfallen würden. Aber dafür braucht es den Wechsel. Dafür muss es eine Ablösung der CDU hier im Bezirk geben. Und dafür stehen wir als SPD.